Ja, moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13 One-on-One. Wir spielen eines der letzten Bundesligaspiele für diese Saison 2012-2013. Wir spielen nämlich, wie ihr unten schon seht, Freiburg gegen Schalke. Freiburg spielt mal wieder der Tim. Hallo. Und ich spiele Schalke. Auf geht's. Wird ja spannend, weil der Gewinner dieser Partie wird mit Sicherheit Platz 4 sein. Ja. Daher die Brisanz. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Wenn sie unten spielen, hat Frankfurt sogar noch die Chance. Sind ja auch knapp dran. Aber man könnte es natürlich den Schalkern eigentlich. Frankfurt ist sowieso in einer ganz besonderen Position. Frankfurt kann noch auf Platz 4 steigen, Frankfurt kann aber auch komplett rausrutschen aus der Europa League. Ja. Es ist noch extrem knapp da oben, muss man wirklich sagen. Das ist eigentlich das Schöne am letzten Spieltag jetzt. Sicher in der Ballbehandlung. Ey. Ich weiß gar nicht, ob Freiburg auch noch da rausrutschen kann komplett. Habe ich jetzt nicht ausgerechnet vorher. Ich weiß es gar nicht. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Oh! Stark antizipiert, ey. Ja, irgendwann musst du da rüberkommen, ey. Ja, genau im richtigen Moment gezogen. Ein wunderschönes Zuspiel. Und ah, geht das jetzt schon wieder so los, ey? Wie im Europa League-Finale, ey. Da hatten wir auch so viele Chancen, aber wir haben einfach keine Tore geschossen, ey. Ich hatte viele Chancen, die nicht aufs Tor gingen. Genauso läuft es hier gerade auch. Ah. Hünteler. Die Rätsche war sau wichtig. Und dir. Ja, und die war auch gut. Scheiße, Schalke. Wer geht jetzt ran? Und jetzt startet der Kollege durch. Und nun Christian Fuchs. Da freut sich der Trainer. Oh, die ist gut! Ja! Und da ist das erste Tor! Marika! Aber sowas von frei, aber der Abwehr, der Verteidiger war richtig gepennt, ey. Nach einer guten Flanke von Jones war das, glaube ich. Stand Marika ja mal richtig frei. Und da haben wir das erste Tor. Und machen das Spiel natürlich noch viel interessanter dadurch jetzt. Die Situation wurde geklärt. Jetzt startet er durch. Und da ist er frei. Ah! Abschuss? Abseits. Ja, klar. Hat man ja eine Wiederholung gerade gesehen. Klares Abseits. Und die Schalker holen sich den Ball. Ach, da muss er durchziehen. Markier den Ball. Den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld. Dafür garantiere ich. So sieht ein Pass aus. Markier den Ball. Findet er die Lücke in der Mitte? So.
schauen wir mal, was Freiburg wirklich kann. Bis jetzt, muss man sagen, relativ wenig. Danke. Bitte. Ja, es kommt doch nichts. Jones. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Schöner Pass. Oh, eine Chance, ein Tor. Das ist die Klasse von Freiburg. Max Kruse. Wechselt der nicht auch weg? Ja. Der wechselt, weißt du, wohin der wechselt? Wechselt der nicht nach Gladbach? Ah, stimmt. Irgendwie sowas habe ich da auch im Kopf noch gehabt. Okay. Ich glaube schon. Das ist eben schade, dass Freiburg auseinanderbrechen wird nach der Saison. Das wäre wirklich schlecht für die Bundesliga in dem Moment. Wenn Freiburg in die Champions League kommen würde, aber komplett auseinanderbricht. Auch in der Europa League eigentlich. Obwohl man sich noch einfacher für die Europa League aufstellen könnte als für die Champions League. Da würden sie ja sang- und klanglos untergehen. Wow. Daher, tja, wünscht man es den Freiburgern oder wünscht man es ihnen nicht, in die Champions League zu kommen? Ich weiß noch nicht, warum dann so ein Max Kruse nach Gladbach geht. Wenn man sieht, wo die gerade stehen. Ja. Gladbach kann die brauchen, würde ich sagen. Frankfurt ist ja so ein ähnliches Beispiel. Ne? Sind ja jetzt auch nicht so die super krasse Mannschaft individuell aufgestellt, aber irgendwie interessanterweise bleiben da die Leute. Ja, genau. Die haben ja auch noch Europa League Chancen etc. Ja, Frankfurt hat einfach mehr Möglichkeiten, sagst du dieses Mal. Finanziell, meinst du? Finanziell und ich sag mal, die Stadt ist ja eigentlich interessanter. Ich war noch nie in Freiburg. Ja, ich aber so besonders ist Freiburg jetzt nicht, ne? Ist aber halt einfach schade, weil die haben da so ein kleines Märchen aufgezogen, die Saison. Ja, und definitiv. Obwohl man auch sagen muss, Frankfurt ist echt, steigen auf und einmal direkt in der Europa League. Respekt. Wenn sie es hinkriegen. Muss natürlich sagen. Wenn sie es hinbekommen. Dann muss man eigentlich mal sagen, echt Chapeau, dass sie das mitbekommen haben mit der Mannschaft. Weil die haben ja fast die komplette Mannschaft von der zweiten Liga gehabt, mehr oder weniger. So viel haben die sich ja gar nicht verstärkt. Pause, warten auf Gegner. Stellt sie um? Nee. Ich dachte, du liest noch ein bisschen was vor. Nee. Wie die Statistiken sind. Heute nicht. Also, ich hab's vergessen. Ich war so im Trott drin. Dafür gucken wir uns hier zum Schluss dann nachher an. Oh, gute Flanke. Boah, verfahren, der ist so langsam. Warum ist er doch eigentlich gar nicht, ey? Oh! Gute Grätsche. Nee. Den hätte Hildebrand gehabt, glaube ich. Wäre er aufs Tor gekommen. Gutes Zusammenspiel. Jetzt kommt die Flanke.
Oh. Aber die war zu lang. Die war eigentlich auf den falschen Spieler gespielt. So. Jetzt kommt Schalke. Und Schuss. Klaas. Ne, Quatsch. Neustädter war es. Wow. Holen aber voll vor hinten um. Oh, ein guter Pass. Ne. Ja, ich krieg den da oben nicht ausgewählt. Ne, wollte gerade sagen, wäre der unten oben rangekommen, das wäre gefährlich geworden. Ah, der war zu lang. Wow. Was ein Patzer. Ey! Oh. Oh Gott, ey! Hilfe, ey! Und ein guter Pass auf Marika. Steckt ihn schön durch. Tja, aber vor dem Tor. Da kommt zu wenig. Ah, nee, das muss man nicht pfeifen. Gute Flanke. Ah, schade. Da kommt er in der Mitte nicht ran. Schade eigentlich. Jetzt mal Neustädter. Nee. Nee. Aber so eine relativ schlechte Position eigentlich. Um mal direkt einen drauf zu ziehen. Oh, der Pass war gut. Der Pass war wirklich gut auf Martip. Nee, Quatsch. Oh. Wow. Martip spielt ja bei mir. Aber gut pariert von Hildebrand. Nee, der ist weg. Und Abstoß für Schalke. Kriegt er den? Ja, die kriegt er. Sehr gut. Perfekte Länge. Aber warum läuft er da hinter dem Spieler? Stürmer, du musst vorm Gegenspieler stehen, ey. Du hast doch keine Chance, hier bei den Balls ranzukommen, ey. Das verstehe ich manchmal bei FIFA nicht. Ist die eigentlich ganz oft hinterm. Boah! Das hätte kräftig nach hinten losgehen können, ey. Was? Abseits oder was? Freistoß. Ich weiß nicht. Freistoß hat er bei mir gelabert. Da freut sich der Trainer. Na, no, will er mich hier schon umhauen oder was? Och Gottchen, nee. Da hat. Ja. Die gewisse Stärke hat er noch. Oh. Da drückt er so ein bisschen im Strafraum, aber war alles noch im fairen Bereich. Kruse. Ein sehr schöner Pass. Boah. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Und so kurz vor Schluss lege ich mich fest, wer jetzt das Tor schießt, der hat gewonnen. Puh. Meine Güte, ey. Warum? Ich lasse mir so einfach den Ball ablaufen, ey. Das gibt's doch gar nicht. So sieht ein Pass aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ach, Marika, er ist so langsam. Und? Ah! Nee, ey.
nochmal eine Chance. Bekommen Sie nochmal die Möglichkeit. Ja, er wird schön durchgesteckt. Nein! Oh! In der 90. Minute nochmal so eine Chance und jetzt pfeift er ab. Jetzt pfeift der Schiri ab, ey. Schon wieder unentschieden. Oh nee, ey, das kann doch nicht sein, ey. Ja, worum ging es eigentlich, genau? Scheiße, 1:1, ey. Das ist natürlich eine Chance für Frankfurt, nochmal ein bisschen ranzukommen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel gewesen. Wieder Chancen auf beiden Seiten. Schauen wir uns das mal dieses Mal in der Statistik an. Da sehen wir, ach du Gott, Freiburg 3 Schüsse aufs Tor. Oh mein Gott. Gegen Schalke mit 7 Schüssen aufs Tor. Tja, was will man sagen? Aber Freiburg hat mehr Zweikämpfe geführt. Haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Das spricht natürlich für Freiburg. Die haben gekämpft. Haben auch Fouls gemacht. Ist alles legitim, ne? Aber, naja, gut, das Endergebnis ist 1:1. Damit müssen wir leben. Damit muss Freiburg leben und auch Schalke. Ich muss hoffen, dass die gegnerischen Mannschaften patzen, einfach mal. Gut. Würde ich mal sagen, beenden wir das Let's Play damit. Auf jeden Fall. Oh ja. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.